und Ananda, der wissensdurstige Fru Buddha, der auf dem Rücken im Meere trieb. Ist es nicht so, dass der Mensch schwebt, schwimmt, treibt im Sein, so wie der Vogel die Luft sucht, der Fisch das Wasser sucht? Ist es nicht so? Und Buddha antwortete: Nein, es ist das Wasser sucht. Denn ich treibe hier auf einem Luftpolster von zwei Gasen, von zwei luftigen Elementen, die sich hassen. Das säuerliche O und das lachende Haha. Die sich hassen und anziehen zugleich, und deshalb schwebe ich in ihnen, so wie dieser verklumpte Teerklumpen, das wässrige Hass, dieser fette Kloß, der sich zu Membranen zusammenballt, sich zu schützen vor diesem säuerlichen Liquiden, das ihn anzunagen droht, und dann die Kette der Einstülpungen, der Verkomplexierungen in immer größeren Abhängigkeiten von dieser Hassliebe zum Feuchten, zum Säuerlichen vollzieht. Ist es nicht so, Ananda? Antwortete der Erwachte, schwebend auf dem Rücken in salzigem, liquiden Element von zwei anaximandrischen Luftpolstern.